So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Colossus. Natürlich. Ach schon. Eine hat. Ja, wir sehen noch keiner. Boah, wie kommen da alle? Eine kann ich laden. Oder so. Genau, da könnte ich dann direkt neben zum Ladding. Ja, da. Schon wieder gelassen? Was los, Alex? Ja, ja. Alter Mann. Zieh das! Meine Erwachsenen. Ja. Zählt, Alex. Das bisschen, was mitkommt. Ja. Oh. Warum denn darum? Sag mal. Fünf Rechtecks. Ach, Tür. Gar köstlich. Ich finde den Atomstrom. Warum muss ich? Wenn sie mich noch hören können, dann. Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Das war so früher ausgesehen. Hat. Diese Last ja. Muss ich selbst tragen. Oder irgendwie die Textur. Oh fuck, war schon ein Digga, oder? Was ist denn die Situation? Sehen. Oh! Oh, schon. Mit dem richtigen Rezept sind die ganz schön schnell weg. Hier Steuerung. Wie kommen wir denn da hin? Was? Geht halt. Ah, da drüber, oder? Ja, jetzt. Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Und zum Jammerlappen. Stimmt. Nächste Wolfenstein. Das ist nicht schuldig. Das ist natürlich. Muss man Bethesda schon ziemlich hoch anrechnen, dass sie die Singleplayer-Fallen noch ein bisschen hochhalten. Singleplayer ist geil. Singleplayer merke ich, dann bin ich auch immer. Es wird immer geben, Alter. Auf jeden Fall klar, aber. Halt gerade vielleicht mehr so Kickstarter-Zeug oder halt wie gesagt, einzelne Firmen, die dann noch ein bisschen das Ganze ein bisschen machen so. Das ist irgendwie eingesammelt.
nicht automatisch ein. Auch nicht alles oder nicht gescheit, oder? Ja, wie gesagt, find's auch mega, also find's auch richtig schlimm, wenn es irgendwann Unfall wurde so. Wahrscheinlich, natürlich, weißt du, ich meine, die Leute sind dann auch irgendwo immer selber schuld, weil ich wenn die Leute das nicht kaufen. Es ist halt immer dieses, Leute, wo es dann hochrechnet, sagen, ja, was für, keine Ahnung, 8 Stunden Kampagne, vielleicht doch 70 Euro oder 60 Euro. Und war sie auch nicht wundern als super. Das ist doch deine Fresse, ey. Mann, Fisch. Was war's denn, Alter? Ich brauch noch einer. Scheiß Knarre jetzt, Alter. Alter, 10-mal drüber laufen muss ich über den Scheißteil und das ist aufsammeln, Mann. Aufsammeln, Mann. Irgendwie noch, ne? Ja, aber ich bin ja auch schon öfters mal erwischt worden, also nicht tödlich, aber. Weißt du, wenn gerade eben Muni aufheben willst und der Ballerwein auf dich und du willst aber jetzt schon die Muni, Alter, und 5-mal drüber. Du hast ja immer. Wow. Okay. Nein! Wie waren das? Das waren 4 Stück, Alter. Das waren nur 3. Upsi. Wow. Oh, mehr. Das war halt auch vorkommen bei mir. Eigentlich zu wenig. Komm, mach doch, ey. Was ist jetzt? Meine Güte, ey. Whisky. Level verlassen, okay. Na gut, wenn es sein muss. Chris, ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich hab ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist die Blaskowitsch sieht aus. Haben Sie Fieber? Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlaf, wenn ich tot bin.
Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Okay. Ja, Grace. Right. Hey, haben Sie schon mal mit Gott gesprochen? Gott? Ja, viele Male, viele Male. Oh, wow. Und was hat er gesagt? Ich warte immer noch auf seine Antwort. Warum? Mist. Ich will ein Upgrade kriegen, Sie können mir das erklären, was ich gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen? Die nur, wenn man nicht findet, oder ist es die auch am Himmel so gesehen? Hatte. Licht. Suche ich noch ein bisschen hier rum. Galaxien erstreckte. Da waren also, hier rum. Und die Geschwindigkeit raste. Und das ist Room. Ja. Die Realität zusammengefaltet. Deinem Room. Glaube ich immer besser. Ja, mal ein bisschen das Schwein. Los. Jetzt noch? Oh, ja. Ich aus, Mädchen. Ich konnte diese Lichtmuster sehen. Ach, warte. Wie ein Baum. Eine Spieluhr. Wäre diese, oder? Hört ihr das? Ich nur kurz blibblibblib gehört und das war's, der Sklaffe. Hey, na? Scheiße! Was ist los, Hattie? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich nicht zu kratzen. Wir haben doch diesen Wissenschaftler, Seth, glaube ich. Vielleicht hat er ja irgendeine Salbe oder sowas. Ich weiß nicht, Lainey. Ich will ihn nicht mit meinem Juckreiz stören. Hallo. Und diese Scheißkatze oder was auch immer das ist. Sieht aus. Schwarze sind so cool. Sagen nicht hallo, so, die sagen. Kenn ich einen Weißen, der sagt nicht mehr Adieu. Dann sagt er auch. Noch, ein Weißbrot! Hallo, Kevin. So, warten wir mal. Ganz kurz, ob noch irgendwie Vorteile. Und wenn du cooles Zeug machst, dann kriegst du immer Bonus und schwere Waffenkills, Gegner mit schweren Waffen mit dem Gewehr. Und für größere Magazine montieren schweren. Also wollte ich das gar nicht. Doch. Was? Ich hab das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Du musst hochleveln neu. Neu, ich wollte der Kugel noch. Zusatzpunkte noch. Doch was. Egal. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Nun... Die Toilette geht. Specie, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Laskovich. Gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass 1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann
Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Hm? Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Mimimi. Na gut, okay. Dann hast du bei der nächsten Folge das Gejammer weiterhin anhören. Ja. Ich bin raus. Peace out. Ja.